Im Streit um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Bolivien besetzten Demonstranten die Zentralen von zwei Staatssendern. Die Mitarbeiter seien bedroht und gewaltsam aus den Gebäuden gejagt worden, sagte einer der Senderchefs. In Bolivien gibt es seit Wochen massive Proteste gegen das von der Wahlkommission verkündete offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Morales wurde zum knappen Wahlsieger erklärt. In der Nacht hatten Demonstranten dann das Wohnhaus der Schwester von Amtsinhaber angezündet. Es brannte komplett aus. Die Opposition, sie vermutet ja Wahlbetrug. Morales rief nun zu Gesprächen auf, um die Gewalt zu beenden.